Hallo, liebe Metfreunde. Ich habe gerade unseren Met anno 1621 das erste Mal verkostet. Und was dabei geschmacklich herausgekommen ist, seht ihr sofort nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen, liebe Metfreunde, zum zweiten Teil unseres Metansatzes anno 1621. Etwas mehr als eine Woche ist nun vergangen. Der Ansatz fing nach wenigen Stunden an, stark zu gären. Ich blende euch das hier mal ein. So, hier seht ihr unseren Ansatz anno 1621 nach ungefähr 24 Stunden. Es gab hier, wie man sehr gut erkennen kann, eine starke Hefevermehrung. Also diese bräunlich-grünen, gelblich Ablagerungen hier auf den Schaum. Das ist neu entstandene Hefe. Und der Höhepunkt der Gärung wird wahrscheinlich noch nicht erreicht sein. Der setzt meist so nach 2 bis 3 Tagen ein. Und hier sehen wir mal, wie intensiv die Gärung jetzt schon verläuft. Das hat wahrscheinlich auch mit den vielen Schwebepartikeln zu tun, jetzt in dem Ansatz. Das CO2 kann sich gut entladen. Hier sehen wir die Aktivität. Das ist also quasi wie ein Sturm, der da vonstatten geht im Gärbehälter. Ja, und warten wir mal ab, was dann daraus wird. Die Gärung in dieser Art setzte sich dann einige Tage fort. Und auch jetzt kommt noch regelmäßig ein Bläschen. Aber ich vermute mal, ein Großteil des vorhandenen Zuckers hier in unserem Ansatz ist bereits vergoren worden. Und es muss dringend eine Nachsüße erfolgen. Deswegen, wie angekündigt, habe ich hier schon die Reste des Imker-Waldhonigs aus dem Bayerischen Wald parat gestellt. Und heute gibt es quasi nur eine kurze Folge, aber eine sicherlich sehr spannende Folge, denn ich werde hier heute mal kurz verkosten. Eine Alkoholüberprüfung werde ich heute nicht durchführen. Das machen wir beim nächsten Mal, so dass ich heute hier bloß eine Probe nehme und den Geschmack überprüfe und anschließend das Ganze dann mit dem Waldhonig nachsüße. Dann geht's auch mal direkt los und ich bin wirklich gespannt. Ich hatte es seitdem nicht verkostet, ich war da nicht dran, also jetzt bin ich gespannt, wie ein Flitzebogen. Mal erstmal den Geruch überprüfen. Ja, das ist ein sehr interessanter Geruch. Natürlich extrem gärig. Ein Konglomerat verschiedener Aromen. Da kann man jetzt so gar nichts zu sagen, würde ich sagen. Okay, dann die geschmackliche Überprüfung. Und hoffen wir mal, dass die etwas interessanter ausfällt jetzt als der Geruch. Denn den Geruch finde ich jetzt nicht unbedingt so prickelnd.
Bin auch gespannt, wie hoch der Restzuckergehalt hier noch ist. Ob wir überhaupt nachsüßen müssen. So. Und das Ganze mal wieder schnell verschließen. Ich hatte hier auch den Gummifropfen nochmal ausgetauscht, weil diese massiven Gummistopfen finde ich einfach geeigneter. Und ich traue diesen hohlen Gummifropfen nicht so ganz über den Weg. Ja, dann. Ja, der Geruch ist der gleiche wie gerade im Gärballon. Skoll. Oh, gar nicht so schlecht. Meine Güte. Da hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Interessanter Geschmack. Also nach vielen Kräutern. Süße schmecke ich jetzt nicht unbedingt mehr heraus. Ja, das Anis sticht ein wenig hervor, aber im Allgemeinen ist das sehr homogen. Also da sind auch die Kräuter nicht zu extrem, auch der Zimt nicht. Einige Zuschauer hatten ja die Befürchtung, dass der Zimtgeschmack jetzt zu extrem würde. Kann ich so nicht sagen. Ist eigentlich ein recht interessanter, angenehmer Geschmack. Und ich merke schon jetzt auf der Brust, dass das eine Wirkung entfaltet. Als hätte ich so ein Hustenbonbon gelutscht. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das hier doch ein recht interessanter Met wird, der auch noch sehr wohlschmeckend ist. Ja, dann werde ich jetzt mal circa ja, etwas über ein Kilo von dem Waldhonig aufschmelzen. Hier sind ja bereits 2 Kilogramm Sommerblütenhonig drin. Und dann wollen wir mal nachsüßen. So, ich habe hier in den Topf bereits etwas warmes Wasser gegeben. Diesmal nicht zu viel, denn der Gärballon ist ja schon gut befüllt und vielleicht müssen wir noch einmal nachsüßen. So, und jetzt gebe ich hier einfach von dem leckeren Waldhonig gut 1 Kilo hinein. So, der etwas über 1 Kilo Waldhonig aus dem Bayerischen Wald ist jetzt hier aufgeschmolzen. Ich habe den Honig noch mal probiert und der schmeckt einfach fantastisch. Da ist eine leichte Karamellnote drin. Ah, Wahnsinn. Ja, und jetzt geben wir hier unseren Honig in unseren Ansatz. Also, wenn dieser hier Met hier mal fertig ist und die richtige Restsüße hat, glaube ich, wird das ziemlich lecker. So, ich glaube, die Menge passt hier noch locker rein, so dass wir auch später noch mal nachsüßen können. Jawohl.
So. Und ich setze den Gärspund wieder auf. So. So, liebe Metfreunde, das war es im Prinzip für heute schon. Im Endeffekt war ich wirklich, ich hatte große Befürchtungen des Geschmacks wegen, weil mit den Gewürzmengen habe ich ja schon das ein oder andere Mal daneben gelegen. Dieses Mal war es halt, stand es halt so in dem Rezept und ich wollte so authentisch wie möglich arbeiten und ich wurde wirklich super angenehm überrascht, muss ich sagen. Der ganze Kräutersud wird ja auch ständig durch das Nachsüßen bis hier zum Maximum noch weiter verdünnt quasi und das Honigaroma kommt dann später noch mal deutlicher heraus. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch ein interessanter Weihnachtsmet geben könnte für die Julfeiertage. Ja, jetzt werden wir das Ganze erst einmal wieder ein paar Tage stehen lassen. Ach, die Gärung ist schon wieder im vollen Gange hier. Natürlich gab es jetzt auch eine CO2-Entladung, aber offensichtlich geht das hier sofort wieder mit gleicher Intensität weiter. Ja, bin ich gespannt. Beim nächsten Mal, wenn die Gärung hier wieder mal nachlässt, sehen wir uns wieder. Und dann werde ich auf jeden Fall auch mal den Alkoholgehalt mit dem Vinometer überprüfen. Solange die Restsüße uns das erlaubt, das heißt, wenn keine Restsüße mehr vorhanden ist, werde ich nochmal mit dem Vinometer versuchen, den Alkoholgehalt ungefähr zu ermitteln. Und vermutlich werden wir dann auch nochmal nachsüßen. Ich habe noch etwas von dem Waldhonig, einen ganz kleinen Rest und auch natürlich noch etwas von dem Sommerblütenhonig. Und da können wir also locker hier nochmal nachsüßen. Ich möchte ja auch gerne den Gärbehälter hier voll bekommen. Ja, das war es erstmal. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und schaut mal in die Videobeschreibung, wie ihr mich bzw. den Kanal hier unterstützen könnt. Ich wünsche euch bei euren Ansätzen erst einmal wieder alles Gute. Bis zum nächsten Mal.